Waren Rüstungen im Spätmittelalter wirklich so poliert? Geschichtsfenster, die schnelle Quelle. Dazu habe ich heute ein paar Bildquellen mitgebracht, die ich einblenden werde, aber auch eine sehr schöne Textquelle. Der Harnisch eines guten Ritters soll gut gefegt, also poliert, sein, sodass daran weder Rost noch Asche sei. Sein Feind erschrickt davon. Und wenn er schön und rein ist und er wie in einen Spiegel blickt, dann achtet er den Ritter sehr. Niemand glaubt, dass ein Ritter stark, kühn und auch streitbar sei und in seinem Herzen mutig und frei, wenn sein Haar nicht ganz verdreckt ist, schwarz und rußfarben aussieht, als ob er im Kot gefunden worden sei, dazu zerrissen und alt, als habe er sich diesen aus Armut angelegt. Aus dem Ritterspiegel von Johannes Rothe um 1415. Und wir wissen auch technisch, wie Rüstungen poliert wurden. Hier habe ich wieder Bildquellen vom Harnischfeger oder Harnischpolierer. Einmal wird das mit der Hand gemacht, mit so einem Stock, und einmal wird es auf wassergetriebenen Rädern gemacht, also sehr effizient. Wir können nicht sagen, ob alle Rüstungen poliert waren. Wir können aber sehr sicher sagen, dass viele Rüstungen poliert waren.